Herzlich willkommen zum 64. Opernball aus der Wiener Staatsoper. Die Leuchtschlangen im Blumenschmuck glitzern und die mehr als 5000 Gäste strömen langsam in den wohl schönsten Ballsaal der Welt, wo sie das Moderatorenteam des heutigen Abends schon freudig erwartet. Und nochmal einen schönen guten Abend, und ich darf etwas machen, was unsere Kolleginnen und Kollegen bei Zeit im Bild nie machen dürfen. Die sagen immer normalerweise, wir verabschieden uns jetzt. Nein, wir begrüßen ganz herzlich die Zuseherinnen und Zuseher, die wir Dreisat hier in Wien mit uns dabei sind. Ja, und was jetzt passiert, das wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz genau. Wir werden überrascht. Das ist jetzt per se beim Opernball nichts Neues. Da wird man Jahr für Jahr überrascht, weil immer irgendwelche Sachen passieren, die man nicht geplant hat. Aber in diesem Jahr hat sich die Opernball-Redaktion für uns diese Überraschungen einfallen lassen und akribisch geplant. Danke dafür, ganz lieb. Ja, damit wir drei möglichst viel vom Opernball sehen und natürlich Ihnen zu Hause möglichst viel von der Staatsoper in diesem toll geschmückten Zustand zeigen können, gibt es eine Art Schnitzeljagd. Wir haben alle drei so ein goldenes Kuvert erhalten. Wir wissen allerdings nicht genau, wer wohin muss und vor allem, wo es losgeht. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Ja, Sie waren penibel. Ja, ich durfte es nicht aufmachen. Jetzt darf ich aber, oder? Na, also. Also, meine erste Aufgabe. Mach ein Foto mit einem Brathuhn, Handschellen und Weintrauben, ohne sie kaufen zu müssen. Na gut, es klingt jetzt ein bisschen wie 50 Shades of Grey beim Feuerwehrfest, wenn ihr mich fragt. Aber liebe Redaktion, falls ihr glaubt, ich habe mich so überhaupt gar nicht vorbereitet, ja, dann irrt ihr euch. Foto ist natürlich Fotobox. Die gibt es jetzt in der Oper, da können sich die Gäste fotografieren lassen, auch mit Requisiten. Ob da jetzt ein Händel mit dabei ist, das weiß ich nicht, aber das schaue ich mir an. Ich muss nur noch schauen, wo diese Fotobox ist. Naja, was habt ihr? Du wirst es herausfinden, Miriam. Ja? Ich schaue jetzt einmal, wo mein Startort ist. Gar nicht so leicht, dieses Kuvert da elegant mit Mikro und Karten zu öffnen. So, finde den geheimen Ort, an dem dich Herr Beethoven auf einen Drink einlädt. Drink-Einladungen am Opernball, die sind mir sehr willkommen, denn das geht hier ja bekanntlich ins Geld. Der geheime Ort, das ist vermutlich die Secret Bar, die gibt es heuer das allererste Mal. Und ganz nach 1920er Jahre Speak-Easy-Tradition kommt man da nur mit einem Passwort hinein. Und liebe Redaktion, ich glaube, wegen dem Beethoven-Jahr hat dieses Passwort irgendwas mit Beethoven zu tun. So, Alfons? Ja, und der Platz, den ich suchen muss, habe ich auch eine Information. Suche den Ort, an dem der Herr Direktor und die Frau Präsidentin zeigen, aus welchem Herz sie gemacht sind. Suche einen Ort. Also Präsident geht nicht, weil der Bundespräsident ist noch nicht in der Loge, also er fällt die Mittelloge aus. Herz, was ist Herz? Marzipan. So, Lebkuchenherz. Ja. Da warst du letztes Jahr. Da war ich letztes Jahr. Kannst du mir kurz einmal sagen, wo das ungefähr ist von hier? Ja, du gehst einfach raus, rechts, links, einmal rundherum und dann findest du es schon. Ich möchte Ihnen kurz was zeigen, gib mir mal deinen Zettel. Bitte, das ist ja geheim. Meine Aufgabe wurde so klein gedruckt und bitte, Alfons bin in Helvetica, halt, Schriftgröße 68. Ich bin halt ein bisschen was über 50. Dankeschön. Lass euch jetzt. Toi, toi, toi. Wer ist als erster dort? Also hinaus und rechts. Rechts, links, rechts. Aber geht der Alfons, der bleibt doch immer jung. Ja, da gehen sie hin, die drei Schnitzeljäger auf dem Weg zu ihren Aufgaben. Ja, und wir sind schon in unserer Endlagerstätte angekommen, in unserem heißgeliebten Container, meine Damen und Herren. Ja, heiß, heißgeliebt, weil es ist eine Art Hassliebe, das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Nein, heute überwiegt die Liebe, und mit Liebe begrüßen wir auch Sie beim Opernball 2020. Genau, und ich möchte Sie an etwas ganz, ganz Wichtiges erinnern. Bitte. Hashtag Opernball. Schicken Sie Bilder von zu Hause, von Ihrem ganz persönlichen Opernball. Sie wissen schon, Facebook, Twitter, Instagram, was es da so gibt. Bitte unbedingt herschicken. Ja, ja, ja. Und uns interessiert heuer ganz besonders, wie verköstigen Sie sich? Ich rufe auf zum großen Buffet-Vergleich 2020. Was haben Sie vorbereitet? Fondue, Käseigel, Brötchen, Würstel mit Sekt oder mit Senf oder vielleicht die beliebten Instagrammel-Bogatscherl? Bitte lassen Sie uns teilhaben, was bei Ihnen zu Hause passiert. Wir versprechen, wir werden nichts vorenthalten. Ja. Von unserer Seite. Wir werden Ihnen einfach alles sagen, was wir sehen können. Vielleicht sehen wir auch gleich, was sich da draußen tut. Es tut sich einiges. Stretch-Limousinen fahren vor. Ornella Mutti können wir sehen. An der Seite Richard Lugner. Selbstverständlich sein Gast, mit dem er so glücklich ist. Ornella Mutti. Enno Peci.
Olga Jesina und Jakob Pfeifferlik, Ketevan Papava mit Roman Lasik. Das sind die Tänzer der Eröffnung und Tänzerinnen. Hier haben wir Niki Schafogo mit Davide Dato, Natascha Meyer mit Denis Cherevichko, Ljudmila Konovalova dahinter mit Faisal Karui. Das ist Michael Sosnowski mit seiner Partnerin Rebecca Horner, hat man kaum gesehen. Und hier hinten Madison Young und Dumitru Taran. Wen schnappt sich der Fotograf? Die Eröffnungssängerin Aida Garifullina. Eine Tatarin. Ganz genau. Und das ist der Dirigent. Der eingesprungen ist. James Conlon. Und der wird auch singen. Pieter Bechauer. Piotr mit seiner Frau. Der wunderbare polnische Tenor. Hans Mahr, Ralf Möller auf der linken Seite. Das ist dieser Bodybuilder, ehemaliger Miss Universe. Ja, Schauspieler, ganz enger Freund von Arnold Schwarzenegger. Hat auch immer wieder mit ihm gespielt. Weil die Muckis ihn sprengen, dann springen wollen. Kammerchef Ruck sehe ich hier auf der rechten Seite. Und das ist jetzt eine derartige Massenszene, da kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Unglaublich, was sich da tut. Ja, der Red Carpet wurde ja erfunden. Ja, Frau Rauch-Kallert. Und rechts bitte, das ist eine junge Debütantin, die Miss Vienna ist. Miss Austria. Miss Austria. Ehemalige Miss Styria, ja. Larissa Robicek mit Namen. Wir werden sie dann noch später sehen. Hier ist die Generaldirektorin der Nationalbibliothek. Johanna Rachinger. Johanna Rachinger, genau. Oh ja, das Pampagras sticht heraus. Ich glaube, es ist Pampasgras, aber wir wollen nicht streiten. Aus dir spricht der junge Vater, glaube ich. Bei der Antonia Pampas und bei dir Pampa. Ja, Alfons, bist du an deinem Ziel angelangt? Hast du deine Aufgabe schon erfüllt? Jawohl, mehr oder weniger. Riechen kann ich ja schon, meine Damen und Herren, das Lebkuchenhaus. Ich bin genau jetzt hier im Halbstock der Wiener Staatsoper. Über uns ist das Tanzparkett, der große Ballsaal. Und hier ist das Lebkuchenhaus Birke, meine Damen und Herren, aus der Oper Hänsel und Gretel. Die Frau Birke ist hier, Claudia ist hier, hier ist die Frau Präsidentin, hier ist der Holde Jüngling, hier ist die Königin der Nacht. 5 Euro pro Lebkuchenherz. Und der Gesamtbetrag, der zusammenkommt, geht an. Erstens einmal die Gruft der Caritas und zweitens ein Superiar. Das ist eine Organisation, die versucht, behinderten Kindern oder benachteiligten Kindern Musikerziehung zukommen zu lassen. Ich finde das eine ganz fantastische Sache. Und ich habe, glaube ich, auch ein Kuvertschall hier für meine nächste Aufgabe. Dankeschön. Dankeschön. Die nächste Aufgabe. Lieber Alfons, findet das würzige Schaf. Findet, also bitte, liebe Redaktion, Schaf heißt würzig, Käse heißt Wein. Wein heißt, geh nicht zum Schmiedl, sondern geh zum Schmied. Die Gebrüder Schmidt, die oben Käse haben und Wein. Wunderbar, danke, dass Sie mitgemacht haben. Danke auch schön. Ein kleines Geschenkel, Sie sind ein Schatz. Darf ich das so jetzt völlig in die Hand nehmen? Und ma, ist das lieb, ma, für Alfons. Claudia, danke. Danke, Frau Birka. Wieder was zum Essen, großartig. Hier an der Decke leitet mich schon ein roter Streifen direkt auf diese Tür da. Ich bin im Sutra der Wiener Staatsoper und am Weg zur Secret Bar. Secret, das klingt sehr geheim, ist es auch. Und fast so wie in den 20er Jahren, als Alkohol ja noch verboten war, braucht man hier ein Passwort, um reinzukommen. Ich probiere es mal. Es schaut gut aus. Ich hoffe, die Tür geht auf. Juhu! Das ist wirklich ein ganz spezieller und auch sehr exklusiver Ort, denn in dieser kleinen Bar haben gerade einmal 20 Leute Platz. Es gibt feine Drinks gemixt und auch tolle Musik von den Schick Sisters. Um 0.30 Uhr werden die drei Damen, hallo, hier ihren Auftritt haben. Hier wartet auch schon das nächste Kuvert auf mich, meine nächste Aufgabe hier in der Wiener Staatsoper. Mal schauen, wo mich das Team jetzt hinschicken wird. Das ist, glaube ich, nicht allzu weit. Lass dir von Roberto zeigen, was sich im magischen Nektar The Flower's Force verbirgt. Das klingt schon ziemlich stark und ich weiß, die stärksten Drinks hier sind meistens die Opernball-Cocktails, die speziell für diesen Abend kreiert und gemixt werden. Und die gibt es meistens in der Disco. Da schaue ich jetzt hin. Ja, die ist auf dem Weg in die Disco und bitteschön, was habe ich gesagt? Ich wusste, es gibt eine Fotobox oder eine Fotowand mit einer echten antiken Kamera. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aus der Puste. Wir sind unterm Dach. Das war jetzt ein bisschen ein Weg. Das sind die Requisiten. Das sind übrigens alles Originalrequisiten aus Opern. Jetzt müssen wir nur meine finden. Das kann so schwer nicht sein. Das haben wir schon. Bitteschön. Ein Brathändel sollte ich finden. Da haben wir die Trauben. Und
die Handschellen. Ja, dann machen wir ein Foto damit, dann ist diese Aufgabe ja schon gelöst. So, wie mache ich das jetzt? So, so. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie das funktioniert. So schwer kann das nicht sein, oder? Genau, dann drücken wir einfach auf Start. Ja? Okay, geht schon. Drei Fotos kommen hintereinander. Schaut ziemlich deppert aus. Duckface. Nie so machen. Eins kommt. Die nehme ich mit nach Hause, die Handschellen, das Händel und die Trauben lasse ich da. Wer weiß, für die, was man die noch brauchen kann. Ich mache das hier alles wieder schick, damit die anderen Gäste sich auch noch fotografieren lassen können. Das sind aber auch schöne Requisiten. So. Steht mir sowas? Ja, oder? Komme ich die nächste Aufgabe? Dankeschön. Ihr müsst euch schwierigere Sachen einfallen lassen, liebe Redaktion. So. Finde heraus, wie viel heute in der Oper das teuerste Glas Traubenschaumwein kostet. Na gut, es ist natürlich Champagner und den kann man prinzipiell im ganzen Haus trinken. Aber das teuerste Glas, da müssen wir wohin gehen, wo es viel davon gibt. Und zwar in der Champagnerbar. Die ist daneben an, oder? Die Champagnerbar, wissen Sie das? Ja? Ja, dann mache ich mich da auf den Weg und finde das doch heraus. Vielen Dank. Miriam mit Zylinder und Handschellen. Das ist ein inspirierender. Die Handschellen nimmt sie mit nach Hause. Nimmt sie mit nach Hause. Länger drüber nachdenken noch, also, glaube ich. Ja, ich fürchte nur, uns stehen auch Aufgaben bevor, Kari. Das wurde mir gerade gesagt. Ja, aber jetzt müssen wir uns ein paar Fotos anschauen. Das ist ja wunderbar. Debütantinnen der Zukunft. Der Bär ist essbar. Wir haben ja gebeten um Buffet-Szenarien. Ja, Stofftiere essen. Ja, ich glaube es nicht. Sehr schön. Ich glaube es nicht. Annelein. Na, bitte, schau das an. Sanne ist Burnheidel und Eierbrote. Wo sind die? Ja. Unglaublich, was da aufgetischt wird zu Hause. Nein, das ist ja ein paar Sacherwürsteln, nehme ich an. Frau Jamnik beweist Stil. Das Bier ist schon halb ausgetrunken. Ja. Was haben wir hier? Ein gemischtes Buffet. Ja, ja. Unglaublich. Das ist mit Krapfen. Also ich bin begeistert. Das ist sehr schön. John Lennon ist das. Ja. Ein Party-Wiener mit Leberkäse. Mhm. Sehr gut ausgezeichnet. Wunderbar. Mir sehr gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, aber wir sind jetzt ein bisschen nervös. Ich meine, gibt es wirklich eine. Oh mein Gott, es gibt eine. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor der Redaktion, aber bitte schauen wir mal. Vollkommen zu Recht, Kari. Mit lieben Grüßen von den Moderatoren. Aufgabe. Macht's ein Selfie mit dem Lugner. Also ein Selbdritt muss das eigentlich sein. Das ist eine bezaubernde Aufgabe, liebe Redaktion, aber wahrscheinlich wäre es ein Selfie ohne Richard Lugner noch schwieriger. Wir sehen hier mittlerweile im Bild, haben wir kurz gesehen, die Desi Treichel mit ihrem Mann, ehemalige Opernball-Organisatorin. Ja, Richard Siegfried Lugner. So viel Platz und Zeit muss eigentlich sein. Der war ja jahrelang das traurigste Gesicht auf dem Opernball, aber heute ist er glücklich. Er strahlt und noch jemand strahlt, glaube ich. Das ist der Alfons. Bei dem geht es um ein pikantes Tier. Ja. Ich strahle, weil ich ein bisschen bösartig bin. Ich freue mich sehr auf dieses Selfie mit euch und den Baumeister Lugner. Das habt ihr wirklich auch verdient. Ich rieche zwar den Käse, ich sehe noch nicht. Hier wird noch nicht gespielt, aber bald wird gespielt. Und da warten auch schon die Gebrüder Schmidt auf mich, nämlich Adi Schmidt und Herbert Schmidt, ein Käsesommelier und ein Weinsommelier. Guten Abend, schön, dass ich da sein darf. Bitte nicht, wenn Sie jetzt wieder sagen, der Heide redet laut der Cast haben. Ich kann wirklich nichts dafür. Ich habe mich vorher erkundigt, den ich suche, dieser wunderbare Schaf, der darf ich einmal so. Das ist auch die neue Feige, die ich hier. Schaut mir. Das ist wie. Das schmilzt jetzt ein bisschen mit dem Lebkuchenherz, das ich schon in mir habe. Großartig. Das ist wirklich sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie lange brauchen wir, bis ich das wieder herausbekomme. Aber großartig. Welcher der beiden Herren hat jetzt mein nächstes Geschenk? Sie mein Kuvertschel, Dankeschön. Der ist wirklich sehr gut. Komme wieder, wenn ich darf. So, jetzt bin ich gespannt, was wieder passieren wird. Finde den kühlen Nachthimmel, der im heißen Ballfieber schmilzt. Finde den kühlen Nachthimmel, der im heißen Ballfieber schmilzt. Schmelzen, Nachthimmel. Nachthimmel, das kann was zum Trinken sein, aber was schmelzen kann ich beim Trinken. Yes, Eis. Natürlich, der Eis. Wissen Sie zufällig, wo das Eis ist? Oben, unten?
Unten. Ich verlasse mich auf Sie, das nehme ich wieder mit. Der Käse ist wirklich, ist zwar nicht sehr charmant. Dankeschön. Sehr gut. Freund, ich habe was für euch. Finde heraus, wie viel heute in der Oper das teuerste Glas Traubenschaumwein kostet. Das ist natürlich Champagner. Und jetzt bin ich genau am richtigen Platz, nämlich in der Champagner-Bar. Im dritten Stock sind wir jetzt, gell? Vorhin gekeucht, das wäre ich schon unterm Dach, aber nein, bin ich noch nicht. Und das ist eine Preisliste, dann schauen wir uns das mal an. Es gibt 16 unterschiedliche Champagner-Sorten. Das teuerste um 50 Euro. Ein Glas. Gibt es auch nicht in der Flasche, sondern nur per Glas. Naja gut, dann habe ich das doch rausgefunden. Das ist ja nicht so viel. Wie viel sind wir im Team? 7, 8 Leute, die gerade hier sind? Ich gebe ein Glas Champagner aus. Haben Sie 7 Strohhalme? Nein, ein Glas reicht völlig. Die sind eh schon verwöhnt. Ich gebe ein Glas aus, jeder darf einmal nippen, Freunde der Nacht. So, und jetzt aber zuerst muss ich eine neue Aufgabe bekommen, gell? Gut, also bevor dem Vergnügen kommt die Arbeit. Dankeschön. Ist auch gar nicht so voll, das Glas. Bescheiden trinken, Freunde. So. Ah ja. Sie strahlen ganz in Weiß und haben doch einen schwarzen Peter. Naja, in Weiß sind heute die Debütantinnen, oder? Das ist klar. Und schwarzer Peter. Ah ja, genau. Schwarzer Peter. Es gibt in diesem Jahr das Kartenspiel Schwarzer Peter. Das wird verkauft für den guten Zweck, wurde von Kammersänger Kobel gezeichnet. Und die Debütantinnen verkaufen dieses Kartenspiel nachher. Na, in diesem Sinne, da muss ich mich jetzt auf den Weg zu den Debütantinnen und Debütanten machen. Die sind allerdings im 6. Stock, und zwar im Orgelsaal. Auf wie muss ich auf den Berg, was natürlich als Tirolerin kein Problem ist. So, Freunde, jeder darf einmal nippen und dann ist Schluss. Also, wir sehen uns im Orgelsaal. Dankeschön. Theresa macht sich auf zur Feststiege. Wir blicken in die rote Schachtel, wie du vorhin festgestellt hast. Schauen, wen wir da erkennen können. Ushakova, Natalia. Ja. Im blauen Kleide, ja. Plaudert mit wem? Ich sehe nur eine Brille von hinten. Könnte da... Nein, kenne ich nicht. Kenne ich noch nicht. Cornelius Obronja. Mit Caroline Pienkos, seiner Frau. Regisseurin, Schauspieler, Regisseur. Hat gerade in... Im Steinbruch hat sie, glaube ich, Regie geführt. Ja, haben sie gemeinsam die Zauberflöte gemacht, was ja auch ein bisschen das Motto der heutigen Nacht ist, genau. Königin der Nacht. Ja, Alfons, wohin hat der sich gekeucht? Alfons, wo bist du gerade? Ah, ich liebe dieses Spiel, da ist schon der Eiswagen, wir haben gewonnen. Wissen Sie, was lustig ist? Ja, früher durften wir überhaupt nichts essen und nichts trinken, heute müssen wir ununterbrochen essen. Guten Abend, das ist die liebe Lubia und die liebe Samira. Darf ich Sie um ein so ein Eis, ich muss das nach dem Nachthimmel kosten, bitte. Nachthimmel ist ein Johannissorbet, meine Damen, mit goldenen Hippenstückchen und einem Goldstaub. Ich werde jetzt, darf ich das selber machen mit dem Goldstaub? Ja, bitte ganz, ganz wenig, weil Gold ist ja derartig teuer. Darf ich, also ausschauen tut das einmal großartig. Das ist wirklich sehr gut. Das schmeckt mit Johannisbeeren, man schmeckt dem. Apropos schmecken, jetzt, ich bin schon sehr geschmacklich drauf, was jetzt wieder für eine Frage kommt und eine Prüfung kommt. Darf ich mein Kuvert haben? Dankeschön. Es wird sicher wieder was zum Essen sein mit meinem Glück. Der nächste Treffpunkt ist die Musik auf Adlerschwingen. Der nächste Treffer. Die Musik auf Adlerschwingen. Naja, natürlich, meine Adlerschwingen heute mit dem ganzen Team wieder hinauffliegen aufs Dach und von unten die wunderbare Musik des Wiener Opernballs. Was soll's? Ihr habt so viel zu essen gekriegt. Ein bisschen Kalorien weniger. Schaut nichts. Bitte folgen Sie mir. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, es ist Lagerfeuerstimmung hier im Orgelsaal. Die 144 Debütantenpaare treffen sich hier aus 11 Nationen so knapp vor der Eröffnung. Ja, da wird noch Schokolade gegessen, das ist gut so. Man muss sich auch ein bisschen kräftigen vor dem großen Einsatz. Und hier bitteschön, hallo liebe Redaktion, die Aufgaben müssen schwieriger werden. Antonia Kobel mit dem schwarzen Peter. Kartenspiel, gezeichnet vom Papa-Kammersänger Benedikt Kobel. Und darauf zu sehen, darf ich es kurz mal in die Kamera zeigen? Opernpaare, berühmte Opernpaare. Ihr verkauft sie später für den guten Zweck nach der Eröffnung. Soweit, Nerven liegen noch nicht blank, alles gut? Noch nicht blank, aber vielleicht bald. Wie oft habt ihr es geprobt? Sehr oft. Jetzt wird es Zeit, oder? Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen. Darf ich das kurz hier ablegen? Und den letzten Tipp bekomme ich von dir, glaube ich. Dankeschön.
Okay, magst du? Der nächste Treffpunkt ist die Musik auf Adlerschwingen. Der nächste Treffpunkt, die Musik auf Adlerschwingen. Ja, danke erstmal. Ich mache das dann noch. Ich drücke die Daumen und überlege jetzt mal, was ist die Musik auf Adlerschwingen? Ich komme noch drauf. Hier irgendwo muss er sein, in dem Getümmel und Gewimmel bei der Feststiege. Piotr Beczawa, Kammersänger seit kurzem, österreichischer Kammersänger. Ich muss nämlich den Mann finden, der gleich von den leuchtenden Sternen singen wird. Und damit kann nur er gemeint sein. Der Startenor, der heute die Arie des Malers Cavaradossi aus der Oper Tosca zum Besten geben wird. Wir freuen uns schon sehr auf seinen Auftritt bei der Eröffnung. Haben ihn aber vorher noch einmal hergelockt, damit er mir das nächste Schnitzeljagd-Kuvert übergibt. Ich schau mal, ob er schon in Blickweite ist. Sehr gut. Hallo. Guten Abend, Herr Kammersänger. Guten Abend. Sie wirken eigentlich noch ziemlich entspannt. So kurz vor Ihrem großen Auftritt ein Interview hier. Wie geht's Ihnen? Naja, ich bin ein bisschen gefroren durch den Gang, durch den roten Teppich, aber sonst geht's mir blendend. Danke. Vor allem besser als den vielen Damen, die da in der großen Robe antanzen müssen. Sie sind ja Kostümierungen gewohnt. Vor ein paar Wochen im Lohengrin hatten Sie Ihren ersten Auftritt als Schwanenritter im weißen Nachthemd. Den Rest der Oper haben Sie in der Krachledernen gesungen, heute im Frack. Welcher Dresscode ist Ihnen denn am liebsten? Ich bin im Frack geboren, sagt meine Frau. Es ist ein sehr bequemes Kleiderstück und ich genieße es. Sie haben eine Aufgabe für mich in einem goldenen Kuvert. Wo ist denn das? Stimmt, da ist es. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen mal kurz meine Karten. Danke. So, mal schauen, wo mich das Redaktionsteam als nächstes hinschickt. Der nächste Treffpunkt ist die Musik auf Adlerschwingen. Das ist ziemlich gewinkelt. Man könnte meinen, ich muss wieder aufs Dach hinauf, aber nein, das ist im Caesarlohn. Und wir sind auch schon wieder dabei, unsere Aufgabe zu erfüllen. Ja, also bitte schön. Gut unterwegs, sage ich. Wir haben jetzt ein Selfie mit Richard Lugner. Mhm. Achtung, meine Damen und Herren. Ausgezeichnet. Und ein wunderschönes Bild, glaube ich. Ja. Weil sie gerade in der Stadt ist, haben wir uns gedacht, auch noch. Lehnt sie auf und davon, wie wir sie gerne nennen. Hier, schau. Großartig. Und noch eines. Ja, ein bisschen streberhaft. Wir wollten es noch besser machen. Wir wollten es noch besser machen als alle. Für den Vati mit der Mutti. Ausgezeichnet. Na, jetzt haben wir aber wirklich, mehr kann man nicht. Wir haben es überfüllt, unsere Aufgabe. Aber jetzt müssen Sie auch, Sieger. Gell? Ja. Sie zu Hause, vergessen Sie nicht, schicken Sie uns bitte Bilder. Ja, Sie müssen uns schicken. Wir haben ja schon ein paar Sachen hergezeigt. Ja, wir waren schon mir dran. Jetzt hoffen wir, John Lennon gefallen. Dass Sie sich ein bisschen bemühen und auch vor allem was Kulinarisches bieten für uns. Wen haben wir da? Gary Kessler, den auf dem Chef vom Liveball. Ja, ist ganz entspannt. Der muss nicht arbeiten. Ich glaube, das genießt er sehr. Ja, aber vielleicht ist er der Nachfolger. Das weißt du ja nicht von Maria Großbauer. Ist ja ihr letzter Ball. Ja, man munkelt, dass es da ein Komitee geben wird. Aber nichts ist fix. Wir wissen es nicht. Wir werden es früh genug erfahren und freuen uns darauf. Ja. Ja, auf der Feststiege ist es doch wesentlich entspannter. Ja, also wir haben unsere Aufgaben übererfüllt. Wie sieht's bei euch aus, Miriam? Ja, ich bin auch im Teesalon. Theresa, hallo. Hallo, Mr. Alfons. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, er ist vorher Richtung Dach gerannt. Vermutlich hat er sich von dem wirklich gemeinen Hinweis mit der Musik auf Adlerschwingen ziemlich in die Irre führen lassen. Ja, das war schon gemein. Es war natürlich das Gemälde hier im Teesalon gemeint. Ganz besonders schön. Aber ich finde, das Cape steht ihm hervorragend. Von daher lassen wir doch nochmal aufs Dach steigen und schauen uns diesen schönen Mann noch einmal an. Ich freue mich nicht nur auf den schönen Mann gleich wieder, Alfons Heider, sondern ich freue mich auch auf die glanzvolle Eröffnung. Lang dauert es nicht mehr. Ja, die Nervosität stärkt natürlich auch schon im Saal. Miriam, ich glaube, wir beide haben unsere Aufgabe damit erfüllt. Wir hoffen natürlich, dass wir Ihnen zu Hause einen bisschen anderen Überblick über den Opernball 2020 zeigen konnten. Hallo, hallo, auf den Adler schwingen der Musik entgegen. Es kann nur das Dach sein. Ist niemand? Es ist wo? Im Teesalon? Und die Miriam, die haben das gewusst, haben mir nichts gesagt. Aber macht nichts. Wissen Sie, was ich mache? Ich bleibe hier im Alfonshorst, nein, in meinem Adlerhorst und warte ganz einfach auf die Ankunft unseres hochgeschätzten Herrn Bundespräsidenten. Alfons hat den Überblick, ja, und in wenigen Minuten geht es hier weiter mit der feierlichen Eröffnung des Opernballs. Also gehen Sie nicht zu weit weg.